So, und da sind wir wieder bei The Forest. Ich bin auch wieder dabei. Okay, die Aufnahme startet doch. Hey, sie ist wieder da. Hallo. Also, falls jetzt irgendwie was von dem Anfang weggeschnitten ist, wundert euch nicht. Der Typ hier wollte ein Selfie machen. Ja, sieht so aus. So, auf geht's in die Höhle. Alles klar. Ne, nicht in die Höhle, sondern in die City. Zeig mir, was du mir zeigen wolltest. Irgendwo dort hinten. Leider kann man nicht mehr an Bäumen hochklettern, also sind meine Swag-Moves alle weg. Warum hat man das rausgenommen? Das weiß ich, weil die Entwickler dumm sind. Oder war das ein Bug? Nein, das war eigentlich sogar implementiert, also dass man das tun soll, damit man hier hochklettern kann. Und dann wird es einfach rausgenommen. Wieso auch immer. Wird vermutlich später wieder eingefügt. Ich meine, es ist noch eine Alpha, oder? Da regen sich immer noch Leute drüber auf, dass es immer noch eine Alpha ist. Hallo, das geht nicht so schnell. Deswegen finde ich es immer eher problematisch, wenn ein Spiel bereits in der Alpha frei zugänglich ist. Da regen sich die Leute nur immer darüber auf, dass das Spiel noch nicht fertig ist und so weiter und so fort. Und wenn es dann irgendwann komplett fertig ist, haben die Hälfte der Leute, die das Spiel ursprünglich gespielt haben, schon längst aufgehört, das Spiel zu spielen, weil es sie nicht mehr interessiert nach so langer Zeit. Jo. Lecker. Das Blut hat jetzt sogar einen Effekt. Das ist übrigens nicht das Dorf, das ich dir zeigen wollte, das ist nur ein Außenposten. Aber hey, immerhin gibt es hier Ropes. Und dann fahren Hast wir weiter. du jetzt die Einheimischen weggecheatet oder sind die noch da? Ich habe die ausgemacht. Okay. Denn wenn wir hier auf richtiger Reise sind, dann sollten wir die eigentlich ausmachen, denn das wäre scheiße. Wenn man dann so weit weg ist von seinem Dorf, überhaupt keine gute Versteck hat und so, sollte man die vielleicht nicht anhaben. Im Multiplayer ist das was anderes, da spawnst du ja immer wieder. Aber hier. Da verliert der Begriff Survival irgendwie ein wenig seine Bedeutung. Wäre ich Ist das jetzt ein eine. Leguan? Nein, ist das ein Lizard? Du weißt aber, was das englische Wort für Leguan ist, oder? Leguan. Echt? Nein. Na egal. Aus Also den ich Dingern weiß, dass konnte. Lizard Exa Aus den Dingern konntest du dir eine Rüstung machen, oder? heißt. Ja, was zu essen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. So, hier ist das Dorf. Und jetzt siehst du, was die gegen Tennisspieler haben. Hier habe ich übrigens auch mal alle Bäume weggemacht in der Richtung. Hey, ein Wildschwein. Hier KI ist irgendwie alles andere als gut. Die meisten Tiere sind schlau genug wegzurennen. Hier haben wir zum Beispiel einen Tennisspieler. Sieht ungesund aus. Ach, dann guck dir erstmal die anderen an. Hier lag vorher immer einer. Jetzt nicht mehr. Hier sind noch welche. Da wächst einfach eiskalt eine Pflanze drin. Hier sind aber noch mehr. Schildkröte. Das lohnt übrigens nicht, nochmal draufzuschlagen, wenn die sich schon versteckt. Aber hey, wir können danach helfen. Ich wollte das nicht trinken. Hast du dir gerade ernsthaft einen Molotow gecraftet? Ja. Und daneben geschmissen? Die ist schlau, die Schildkröte. Ich brenne. Ja, ich spring nicht mal rein und brenne. Und das war's mit meiner Rüstung.
Interesse hast du davon, wenn du angeben willst? Ich gebe damit nicht an. Ich habe wohl zu viel Leuchtfackeln. Jetzt machst du das schon mit den Zähnen oder was? Ja, ich mache halt gerne Geräusche. Ich frag mich gerade, wo noch ein dritter von den Typen ist. Da gibt es nämlich noch eine andere Art. Ach komm, ich gehe erstmal fischen. Okay. Sind hier Fische? Da hinten ist einer. Okay, das ist ein Stein. Da ist ein Fisch. Und hier ist ein Fisch. Oder auch nicht. Oh, das ist ein Fisch. Ich kann nicht, während ich schwimme, zuschlagen. Kannst du nicht mit dem Pfeil und Bogen auf dich schießen? Es wäre eine Idee, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Genau, Frosch. Ja, Gesundheit. Ja, sorry. Da sagt man das übrigens. Schildkröte. Los! Ich will jetzt schnell nach Hause. Ne, komm, ich gehe. Ich gehe dort unten ins. In die Höhle. Alles klar. Wir haben ja jetzt eh nicht viel zu fürchten, weil hier keiner ist. Also im Multiplayer würde ich sogar wagen und hier einfach ein Haus nehmen und das hier zuschließen und dann kannst du hier einfach drin wohnen. Mhm. Wenn du faul bist, machst du sowas. Warum hast du gerade blau geleuchtet? Das war ein Blitz. Ach so. Das hat man doch gehört. Boah, hier irgendwo war auch noch so eine Leiche, die hat einfach den ganzen Bauch offen und da sind ganz viele Tennisbälle drin. Hier. Lecker. Glaubst du, das kann man noch essen? Erinnert mich an Lasagne. Heute essen wir übrigens Lasagne. Ja. Hoffentlich hat dir das nicht den Appetit verdorben. Nö. Ich sehe übrigens nichts. Das leckt. Hat das Feuerzeug eigentlich unendlich Haltbarkeit oder ist das irgendwann leer? Das hat unendlich Haltbarkeit, aber irgendwann, ja, siehst ja. Geht das aus, aber es geht wieder an. Frag mich nicht, was der da reingetan hat, um das zu schaffen. Normalerweise stehen hier solche Zombie-Einheimische rum. Übrigens ist es nicht zu empfehlen, mit Licht in der Hand zu kämpfen. Warum? Du siehst ja, wie langsam ich zuschlage. Hier. Ich verstehe. Wenn du den dann auch noch auf Stärke aufgebaut hast, diese Axt, dann. Ja, dann ist das noch gefährlicher. Hier gibt's übrigens die Karte. Endlich habe ich sie gefunden. So. Wenn ich jetzt noch eine weitere finde, kann man die sogar kombinieren. Übrigens waren früher diese Höhlen überhaupt nicht mit den Seilen bestückt, deswegen das ist komplett neu. Die wurden auch ein bisschen überarbeitet. Ich vermute mal, die Seile wurden einfach erst kürzlich eingefügt. Ja, schon ein bisschen länger her, dass die Seile da sind, aber dass die hier drin sind, ist neu. Warum auch immer hier in der Hand liegt. Wegproviant. Ja, für die Typen vielleicht. Hier unten kommen nämlich die Mutanten her. Mutanten? So wie die X-Men? Nein. Weniger cool? Naja, ein bisschen mehr ekelhaft. Außer du kennst da jemanden, der einfach 8 Beine hat. Spinnen? So ähnlich. Und kein Gesicht, dafür aber 3 Köpfe. In einem. Cool. Warum auch immer dieser Weg hier ist.
Hier war nichts außer Köpfen. So, wohin führt das hier? Erinnert mich schon irgendwie. Es waren solche Leute, die Angst vor Vampiren haben, wenn die hier immer solche Teile von oben hängen haben. So eine Lampe hätte ich auch gerne. Cool. Du kannst mal entscheiden, wo gehen wir lang, rechts oder links? Links. Immer den bedrohlichen Schädeln hinterher. Okay, wenn du meinst. Ja, schon wieder. Entschuldigung. Ich bemerke gerade mal, warum werfe ich eigentlich nicht die Leuchtfackeln vor, wenn ich nicht weiß, was vor mir liegt. Übrigens, ich muss gar nicht mit diesem Teil hier rumlaufen. Ich habe auch eine Taschenlampe, aber die ist begrenzt. Da brauchst du Batterien für. Außerdem ist die nicht richtig zentriert. Was ist das für ein Feuerzeug? Hä? Was ist das für ein Feuerzeug, dass es unbegrenzt brennt? Atomiumfeuerzeug? Was wird es sein? In der Höhle wachst du übrigens auf, wenn du von den Einnahmen schon getötet wirst. Aha. Da kommt man wieder hoch. Oh, ich glaube, hier ist sogar ein Ort, wo die kleinen Babys immer rumhüpfen, siehst du? Ja. Es gibt hier nämlich Monster, die sind einfach solche kleinen Babys wie das hier und die springen dich an. Okay. Und die machen so ein Geräusch, als wenn jemand fetten würde. Genau. Warum auch immer jemand das programmieren will. Ich würde sagen, das Feuerzeug wäre praktischer. Im Umkreis vielleicht. Aber nicht vor dir. Ich will jetzt noch die andere Richtung erkunden. Und dann gehe ich wieder hoch. Okay. Könnte nämlich sein, dass ich hier unten auch so ein Tor finde. Wie ich das bereits einmal gefunden habe. Als ich hier rumgelaufen bin. Haben Werkzeuge eigentlich unbegrenzte Haltbarkeit? Ja. Die ganzen Äxte, die man hier hat, die findet man ja. Außer eine, die kann man sich sogar craften. Kann ich dir gerade mal zeigen. Man nimmt einen Stick, einen Stein, einen Stick, einen Stein, einen Stick. Nein, keine Klamotten. So, und end row. Und schon hast du eine neue Axt. Hä, wo hab ich das denn her? Ich hab die Climbing Axe. Da kann man an Wänden hochklettern jetzt. Ich glaube, deswegen haben die das mit dem Klettern rausgemacht. Weil man das nur noch mit dem Teil hier kann. Nützlich. Kann man damit auch kämpfen? Ich hoffe mal. Ich glaube, es stand drauf, can be used to climb up walls and as a weapon. Ja. Muss ja, sonst kannst du halt nicht aufbessern. Obwohl, andere Sachen kannst du auch aufbessern, aber das hier würde keinen Sinn machen, wenn du... Oh, fuck. Geh vor! Das hat irgendwie keinen großen Unterschied gemacht. Kannst du da vielleicht einen Seil runterhängen lassen? Ich glaube nicht. Das kommt erst später, wenn man sowas kann. Ich frag mich aber gerade ernsthaft, woher ich das Teil hab. Vielleicht aus irgendeinem Koffer? Hätte ich, glaube ich, gemerkt, oder? Kann ich damit auch Bäume wegmachen? Es ist eine Axt. Eigentlich nicht. Genau. Probier es doch aus, da ist ein Baum. Ich bin in einem Wald. Also es klappt. Und wie klettert man jetzt damit? So wie es aussieht, weiß ich das nicht. Wir suchen uns erstmal eine Wand, wo ich hochklettern könnte. Hey, wir sind hier.
Den Ort kenne ich noch. Wir sind übrigens auch nicht weit von unserem Lager jetzt entfernt. Wir müssten eigentlich nur in die Richtung gehen. Dann kommen wir wieder zum Strand und dort hinten sind wir dann. Okay. Das merkt man eigentlich schon daran, dass hier jetzt gleich weniger Bäume sind. Ich bräuchte aber echt so eine Steilwand. Ich meine, ja, dort vorne am Strand dürfte eigentlich eine sein. So ein bisschen. Aber ich glaube, die kann ich auch ohne das Teil hochlaufen. Was passiert denn, wenn ich damit auf den Stein schlage? Was ich auch mal probieren wollte, ist einfach mal Fleisch essen von den Typen. Das geht ja auch jetzt. Menschenfleisch. Ja. Tja. Soll recht nahrhaft sein. Okay, man muss nur dieses Teil in der Hand halten und dann springt man automatisch hier hoch. Also dann kann man hier hoch. Damit würde ich jetzt nicht abwehren. Guck dir einfach an, wie schief der ist. Ich drück nicht mal. Ja. Dann will ich das mal eben ausprobieren, ob ich das auch wirklich essen kann. Steht da denn Eat? Nö, Equip. Vielleicht muss es erst braten. Denke ich auch. Mal sehen, wie das schmeckt. Ja. Ein leckeres Bein. Man sollte vielleicht nicht den Knochen da drin lassen. Und irgendwas muss man es auch festhalten, während man es isst. Der Knochen ist irgendwie ein bisschen klein für ein menschliches Bein. Das sind Kannibalen und was weiß ich alles. Ich weiß nicht mal, von wem ich den. Hey! Es schmeckt! Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Alternativ könnte ich natürlich auch einfach so machen. Guten Tag. Darf ich Ihnen eine Hand leihen? Stirb, Vogel. Kennst du die Team Fortress 2 Waffe der freihändige Nahkampf? Das ist ein freihändiger Nahkampf. Die sieht in etwa so aus. Was nützt einem dieser Schutzball, wenn da einfach eine Tür drin ist? Die können da nicht durchlaufen, die sind zu groß und zu blöd. Wie blöd sind diese Außerdem, Menschen? du sagst, wenn da eine Tür drin ist, die laufen sowieso durch die Wände hier einfach durch. Ach so. Weil denen das scheißegal ist. Auch wenn die gesagt haben, das wäre gefixt. Hallo Waschbär, stirb durch meine Hand. Alternativ könnte ich natürlich auch, aber ich habe keine Flare Gun. Aber hey, ich habe immerhin das hier. Was glaubst du, was ich da gerade mache? Es steht da unten. Ich seh's. Nein. Was musste ich da nochmal machen? Was kommt da hin? Das hier? Nein. Ich würde auf irgendwie sowas wie Schwefel tippen oder Schwarzpulver oder irgendwas zum Entzünden. Ich vergesse dann immer, was ich da rein tun muss. Ach ja, Geld. Because I'm rich. Hallo? Ich habe eine Bombe in der Hand, renn weg! So, wenn ich jetzt irgendwas hätte, wo ich das drauf werfen könnte, dann fände ich das, glaube ich, ganz toll. Haben wir denn hier jemanden, der sich freiwillig melden würde? Hey, du Hase, fang! Glaube, das fand er toll.
Wie einfach der andere Hase dann plötzlich da durchläuft. Hey, ich habe mich doch aus Steam abgemeldet. Ich hasse das, wenn der einfach das Internet ausmacht und dann meldet er sich wieder bei Steam an. Gut gemacht. Ja, wie auch immer ich das geschafft habe. Kannst du durchs Fenster klettern? Soweit ich weiß. Nicht. Aber ich kann's. Ich bin einfach durch. So. Pennen, pennen. Speichern. So, dann würde ich mal sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.